Morgen Welt, willkommen zu meinem Silvester-Vlog. Ich bin mit Hundi Wuffi. Morgen früh, wir haben gerade so 9 Uhr unterwegs im Wald mit einer Schleppleine, weil Problem ist, ich weiß nicht, ob Leute knallen. Und wenn sie knallen, dann weiß ich nicht, wie die Ara sich verhält, weil die so Panik hat. Deswegen drehe ich ja heute den Vlog. Ara, komm! Und da hinten ist die Maus. Und die Schleppleine haben wir schon seitdem wir den Hund haben. Und da bin ich einfach auf Nummer sicher. Ihr seht ja, die geht da hinten spazieren. Komm! Und hier möchte ich sie ein bisschen auspowern. Ich muss einmal pinkeln. So. Seht ihr da schon einen Knall? Alles gut. Und dann nehme ich euch heute mal mit. Ich gehe mit meinem Hund und mein Hundi mit mir. Guck mal. Die Leine. Ara, du kannst ruhig weiter, okay? Jetzt bleibt sie stehen. Die Leine war mal so orange. Jetzt ist sie einfach nur braun und dunkel und hier wird sie wieder orange. So, lecker. Fuß. Taram, taram, taram. So wird das gemacht und ich halte sie jetzt nicht fest. Hier. Sitz. Und nochmal eine Pullerpause. Viele schreiben in den Kommentaren, Ara ist gut erzogen. Oh, und die hört so gut. Ich empfinde das einfach nur als Beherrschung der Grundbasics. Folgendes, es gab gerade einen tollen Knall vom Feinsten, aber ich bin jetzt hier auf dem Sportplatz, also so ein eingezäuntes Gelände. Eigentlich ist es kein Sportplatz mehr, aber es ist ein eingezäuntes Gelände. Und hier kann ich sie ohne Leine laufen lassen. Ich hatte Glück, ich habe die ultimative Waffe gegen Aras Angst, auch wenn sie ein bisschen nervös ist und aufgeregt. Sitz! Und zwar den Ball, passt auf. Oh, Bell! Bell? Ah. Gut, das hat jetzt noch gedauert. Ich werf mal. Hier kommst du! Und hier kann ich sie was ausbauen. Ja, fein! Super! Sonst? Hussa! Oh, mein Ball! Ein bisschen Fußball spielen. Fußball! Ja. Hier kann man doch. Komm! Hier weiß sie auch auf der Wiese, dass wir mal spielen. Bei dem Ball ist halt das Quietschen so hoch, dass sie wirklich jedes Mal auch da hinterher rennt. Winken. Fein. Super. Weil die hat halt noch so viel Power. Aber das ist halt auch der Mali, der da drin ist, der Belgier, weil die sonst zu aufgedreht ist und sonst wegen der Angst ist es immer Käse. Jetzt habe ich ihn fallen lassen. Ja, komm mal her, sitz, bleib. Jetzt habe ich nur kein Kaninchenloch fallen, das wäre nämlich echt unangenehm. Okay, komm, hol! Hier. Fein. Nur es ist echt blöd, wenn es hier regnet. Alles so voller Matsche. Wenn dann weißen und dann habt ihr direkt einen Schwatten, weil die Füße sind dann bis dahin immer mit Matsch dran. Das ist immer sehr lecker. Aber egal, Wind und Wetter, desto trotz. Hundebesitzer kennen das. Fein, der ist der Empfang. Das war sehr sexy, Rexy. Super. Und sie schießt und angedeutet. Reingefallen. Und sie schießt und richtig fast gegens Maul. Tut mir leid. Aber der ist ganz, ganz weich dabei. Ja, den hast du nämlich zu Weihnachten gekriegt. Aus! Gut. Ja. Dreh dich. Andersrum. Dreh dich. Gut. Fein. Bleib. Okay, schnell, hol!
Das macht so viel Spaß. Trinken, komm, geh trinken. Gehen wir mal trinken. Wein. Nicht in den Dreck. Trinken! Ich verstehe die nämlich. Jetzt will sie zwar so halbwegs rumlaufen, aber egal. Schön! Gut, fein, jetzt bist du fertig. Supi. Ja! Na? Happy Hundi. Oh, der Ball. Wo ist das magische Ding, womit ich spielen kann? Oh. Und den werfe ich jetzt auch. Wow! Yeah, quietsch, quietsch. So muss man Hunde irgendwie auspowern. Ihr fährt Fahrrad, Ballspiele, Kopfspiele, Schnüffelsachen im Wald, Interaktion. Leute, Hunde brauchen keine 5 Minuten mal rausgehen. Das ist Blödsinn. Ja, super. Aus. Gut, funktioniert immer wieder. Guckt euch mal an, wie happy die ist. Das ist einfach voll krass. Oh. Ara. Mann. Timioki ist wieder zu Hause. Ich habe jetzt die Thumbnail bearbeitet von dem neuen Video, was gestern hochgeladen worden ist. Vielleicht habt ihr das ja schon geguckt. Wenn nicht, dann solltet ihr das jetzt tun. Und das werde ich dann hier einfügen und bearbeiten, damit ihr auch noch was zum Jahresende zu gucken habt. Wie man sieht, sieht man nicht, dass hier aufgeräumt worden ist. Das muss ich jetzt machen. Und ich bereite den Stall vor. Ich werde hier vor jetzt schon, nicht heute Abend, sondern jetzt eine komplette Decke machen. Die können ja so von hinten, ich mache das mal eben kurz auf. Nicht erschrecken, meine Süßen, nicht erschrecken. Da hinten haben wir ja diese normale Treppe, die nach unten führt. Und hier alles verdunkeln, damit die da sich zurückziehen können. Die haben ja auch ihre Häuser und das Rudolfhaus auch, weil es ist ja schon wieder halb aufgefressen. Die können sich dann individuell, ich weiß ja nicht, wie die reagieren, das werde ich ja sehen, dann da verkrümmeln und sehen, wie sie dann reagieren, ne Mausis? Kann ich die streicheln? Hi! Dann willst du mir wieder einen Kuss geben? Hm? Nee, willst du jetzt lieber fressen? Und ich habe dich auch gerade gestört mit Karl, die hat so schön geschlafen. Ja, dann schläft mal weiter. Die Mama muss jetzt hier sauber machen. Du Bröckchen, ist das jetzt wieder schön sauber. Hier, das kann man nur wieder sehen lassen. Ich hab, wow, was ziehst du mich denn runter? Wir können ihn schon so jetzt wieder draußen. Und alles ist frisch gemacht. Karl, du kannst auch ruhig wieder rauskommen. Der Staubsauger des Bösen ist endlich aus und es ist keine Drohme. Oh, ich habe da vergessen, das Türchen noch aufzumachen. Deswegen hoppelt er auch dahin. Einen Moment. So, Schatz. Oder er hoppelt jetzt wieder nach oben. Das ist jetzt schon mal zu. Und da lege ich gleich so eine Decke drüber, aber dass da noch Luft dran kommt. Ich habe wie immer ein Kaninchen am Puppes. Hallo Baby. Und ja, ich weiß, ich habe gerade auch mit ihr ein bisschen gekuschelt. Da wollte sie unbedingt Aufmerksamkeit haben. Und am meisten habe ich vor dir Angst, wie du reagierst nachher auf die Knaller. Weil du bist wirklich Angsthase Level 3000. Und du bist ein Terrorlöffel Level 500 Millionen. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, ist mein Bett. Da kommst du jetzt erstmal nicht hin. Da hat jemand Spaß in seiner neuen Toilette. Oh, das ist immer so süß, wenn man so ein bisschen aufräumen muss vorher. Und es ist eigentlich egal, weil die benutzen das sowieso immer. Aber die muss das Klo vor der Benutzung aufräumen und dann kann sie da reinmachen. Das Bröckchen, die hat immer ihre geregelte Sache, wie man seine Toilette benutzt. Zeitlich gesehen haben wir 6 und die Leute knallen hier einfach wieder rum und so langsam entwickelt sich Aras Angst. Wir sehen das. Bei den Kaninchen ist es so, wenn ich euch das hier zeige, die Bröckchen, da seht ihr das auch, die Bröckchen hat Angst, weil die Ara Angst hat. Weil die Ara unbedingt über den Zaun hier hin möchte zu mir. Also zu meinem Arbeitsding. Übrigens, schaut euch das an. Da arbeite ich momentan. In diesem kleinen Bereich. Aber Hauptsache, die Tiere haben hier alles. Und die können sich frei aussuchen, wo sie jetzt hinwollen. Aber ich muss sie nun jetzt mitnehmen, weil wir jetzt Raclette essen. Und ich werde nachher meine
Silvestertradition einhalten und mich kalt duschen mache ich nämlich jedes Jahr. Du bist wieder die halbe Bude abreißen, obwohl es draußen knallt. Jo. Und du? Du hast gar nichts mehr. Das ist der nach oben Gehhund. Die will immer nur nach oben. Das ist eine Hütte, die haben wir ihr gebaut. Also es sieht aus wie ein Wohnungseinrichtungsgegenstand, aber es ist eine Hundehütte hier innen drin. Damit sie da schlafen kann, wenn sie will. Aber sie schläft ja sowieso immer bei mir. Aber die wird auch den ganzen Tag jetzt so bleiben. Richtig beim Feuerwerk kriegt die aber von mir so eine Art Hoodie auf, damit die das alles nicht so dolle hört. Und ich bin ganz relaxed. Ich mache mir da überhaupt nichts. Und so kriegt man sie auch nicht ganz ab. Aber ich bin ja schon mal froh, dass ich heute Morgen schön mit ihr gehen konnte. Und das ist der normale Silvesterstress. Solange sie nicht bricht und kotzt und so, ist alles gut. Das muss man ihr einfach mal sagen. Monster habe ich heute übrigens noch gar nicht gesehen. Also keine Ahnung, was mit der kleinen Kartoffelpoppe ist. Läuft jetzt ernsthaft Herr der Ringe? Ja. Oh, geil. Achso, das sieht unser Raclette aus. Geil. 8 Uhr abends. Ara noch mehr gestresst, weil... Nun denn, noch mehr Knaller sind jetzt da. Ich konnte sie jetzt noch dazu bewegen, Pipi zu machen, weil sie hört dann nur auf mich. Und also wenn die Angst hat, hört ihr auf keinen anderen außer mich. Leider ist das hier so. Und jetzt aber noch mal eine Runde spazieren gehen möchte ich nicht, weil den Stress setze ich jetzt nicht aus. Ich habe jetzt hier so von der Arbeit so Kopfhörer. Die setze ich hier dann ab. Die sind extra gegen Schall, wenn es soweit ist um 12 Uhr. Die Kaninchen, die sind hier so weit da dran. Die haben mehr Angst vor der Ara als vor dem Gewitter selber. Also Gewitter. Vor den Gebüller, weil huch, die sind jetzt nämlich da drin. So, ganz. Ich mach mal hier. Hi, haben wir Bröckchen. Und naja, Hamsterchen lässt sich immer noch nicht blicken. Mein Plan ist es, ihr die Kopfhörer so dran zu machen, wenn er dann um 12 Uhr knallt. Und ich habe währenddessen aber jetzt wegen der GEMA und weil ich sonst einen Copy-Strike habe, habe ich jetzt auch schon laut Musik an, damit sie einfach nicht das Gebüller draußen hört. Wir sehen, jetzt ist sie gerade wieder ein bisschen... Und sie hat auch schon Bachblüten das alles gekriegt, aber die kriegt auch normalerweise so ein Thundershirt. Jetzt gerade nicht. Und wenn ich den Zaun da nicht hätte für die Kaninchen, wäre die auch die ganze Zeit unten bei mir. Aber ich kann ja daran nichts ändern. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr medikamentöse, wie sich das nennt. Aber meine Aufgabe ist es, ruhig zu bleiben, für sie da zu sein. Wenn sie brechen muss, was ich ja nicht glaube, weil die ja nicht gefüttert worden ist, dann muss halt geregelt werden. Dann muss ich natürlich sauber machen. Aber bis jetzt kein Brechen, kein plötzliches Durchfall oder so, das hat sie jetzt nicht gehabt. Und sie speichelt auch nicht, weil das ist ganz gefährlich. Dann bildet sich hier ganz viel weißer Schleim, richtig fetter, schöner, ich sag jetzt mal, Mastiff-Doggenspeichel. Bei so großen Hunden, wenn die zum Beispiel sabbern. Und das hat sie dann auch und dann quillt das hier alles runter. Du bist nachher so fertig, Schatz. So fertig sind die Kaninchen. Ich werde die beiden Raketen mal füttern. Also die Kräuter, die sie jetzt kriegen. Damit ich nachher nicht so spät mache, wenn es losgeht. Da sind die Kekse drin. Kekse. Kekse. Hier, das ist, glaube ich... Ich weiß manchmal gar nicht, welche Kräuter es sind. Es sind aber Kräuter. Kräuter. Und während die ganze Musik spielt, und ich bin ja sonst irgendwo, spiele ich Rocket League und zeichne nebenbei. Das ist so ein Autorennfahrspiel. Es geht 5 Minuten jeweils. Babys! Nicht du, Ara, die anderen Babys. Die kriegen nämlich jetzt ihre Kräuter, wenn ich das jetzt hier hinkriege, um das zu öffnen. Ah, nur eine Hand ist so schwer. Ah. Mal gucken, ob sie es hören. Lecker, lecker. Oh, lecker, lecker, Babys. Lecker, lecker. Ihr kommt. Oh, Bröckchen, ihr kommt. Lecker, lecker. Komm zu Mama. Hier. Hier, komm. Da, lecker, lecker. Hier. Hier oben. Boah, du bist hier. Guck mal. Da. Schön, dass du das auch verstanden hast. Das ist hier oben. Und dein Bruder, der traut sich noch nicht so recht. Eventuell mache ich auch die Trinkflasche nach oben, wenn er sich heute gar nicht mehr traut, aber vielleicht lockt ihn der Hunger doch schon. Könnte ja sein. Noch
Ist hier alles ruhig oder kommt er doch? Ich höre ihn. Ja, Karl, komm her. Karl, lecker, lecker. Guck mal hier. Lecker, lecker. Komm her, Schatz. Komm hier. Keine Angst. Komm. Nee, okay. Okay, vielleicht merken die das ja. Tiere haben ja schon so ein Vorspürempfinden, aber die haben ja noch nie Silvester mitgekriegt, also von daher. Ich habe jetzt hier eine leere Schüssel. Das bedeutet, ich kann die wieder befüllen. Ja, was möchtest du denn? Möchtest du Sachen kaputt machen? Könntest du nicht ein bisschen von deinem Mut und Zerstörungswahn den Hund geben, aber im positiven Sinne? Ich kann mir richtig vorstellen, dass wenn sie kein Kaninchen gewesen wäre, sie so ein richtiger Killer-Chihuahua wäre. So richtig lieb und süß, aber von außen her voll zerstörerisch und einnehmerisch und total, mir gehört die Welt. Mit so einem riesen Chihuahua-Ego. Guck mal da. Was macht die Ara da? Da verstehe ich aber nicht. Warum hat sie so eine Angst? Und warum hechelt sie so? Ja, du bist mir also echt. Kindergarten, hier ist die Kaninchengruppe, da haben wir die Hundegruppe, unten ist noch der Katzen-Opi. Aber der hat sich auch schon hinterm Tannenbaum versteckt. Jetzt bleibt uns noch laut der Uhr 45 Minuten, bis die richtige große Knallerei losgeht. Ich habe jetzt die Musik gerade ausgemacht und die Kaninchen sind eigentlich sehr relaxed. Ich habe uns da immer noch nicht gesehen. Wir sehen da hinten den Karl. Da. Der ist draußen. Vielleicht ändert sich das natürlich auch, wenn es gleich losgeht. Ich werde mich jetzt zu der Ara begeben und die Öhrchen schon mal zuhalten. Also ich stoße jetzt nicht pünktlich zu 12 Uhr dann an, weil ich denke mal, so eine halbe Stunde wird richtig fett durchgeknallt und danach wird das abschwächen. Oh, wir haben da auch Bröckchen. Guck jetzt, soll ich hier warum aufgeben? Ich habe in der Zwischenzeit natürlich Musik gehört und ein bisschen hier gezeichnet, man sieht es. Und zwar habe ich an so Sketches gearbeitet. Wir haben ja einmal einen Welpen von meinem Charakter, das fand ich sehr süß. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war, weil ich habe nämlich auch noch hier in einer anderen Datei zu meinem kleinen Datenchaos sagen wir nichts hier. Seht ihr, das sind neue Hamsterskizzen. Das soll ein Goldhamster sein und das ein Zwerghamster. Sieht natürlich riesig aus, weil ich jetzt mega rangezoomt habe, damit man das sieht da. Weil das sind immer so kleine Kritzeleien, wenn ich die anfertige, weil die Outlines natürlich schon nicht sauber sind. Ist ja hier auch nur eine Skizze, die man sieht. Hier bin ich dann am Rumzeichnen und wenn dann was funktioniert, kommt dann das dabei raus. Oder zumindest sieht das dann aus. Hier ein Zwerg könnte noch zwei Hörner haben, dann wäre das hier Monster. Und das sieht aus wie ein Goldhamster, der sich gerade da was gegönnt hat mit dem Bäckchen. Finde ich sehr niedlich. Vielleicht mache ich die Sketche auch noch zu Ende, da weiß ich ja nicht. Weil Sketchen kann ich sehr schnell, nur ob ich dann immer die Outlines bearbeite. Müll mag ich nicht. Mich wundern über die Sachen, die jetzt hier so verteilt sind, weil das sind meine ganzen kreativen Arbeiten momentan an Kostümen. Die sind noch nicht befällt, deswegen sehen die so aus. Ich habe mir geholt so Ofenknete, also da, wo ich gesagt habe, ich muss kurz einkaufen bei Action. Und für 77 Cent Marker. Ich habe ja zig Marker, das sind Twin-Marker heißen die, aber eigentlich sind das so Copic-Nachmach-Marker. Und 77 Cent, eigentlich wollte ich blaue haben, aber ich zeichne oder fange jetzt wieder an, viel mit Copic zu zeichnen, weil ich da auch wieder reinkommen muss. Hier sehen wir auch die verschiedenen Farbgebungen hier, wie man die danach schattieren kann. Ich weiß jetzt nicht, wenn man nichts damit anfangen kann, die verschiedenen Stufen von einer Farbe für Spezialeffekte oder so und das nicht nur flat zeichnen. Und ich habe jetzt neben denen auch noch andere, also ich habe auch originale Copics, da sehen wir hier, das sind solche, da kostet allein so ein Ding hier, weiß ich nicht, ich glaube zwischen 60 und 80 Euro 12 Stifte von den Originalen. Ich habe hier in meinem Copic-Fach einige Copics, das sind aber auch originale Farben. Und diese beiden Behälter hier sind auch, also nicht originale, sondern halt andere, die nennen sich jetzt Touch New, Twin Marker, Touch New, keine Ahnung, die sind auf jeden Fall günstiger als die Copics. Und davon habe ich auch, einen Moment, das sind glaube ich nur meine Grautöne. Ich liebe das. Mit einer Hand bin ich aufgeschmissen. So, ja, so da haben wir einmal ganz viele Grautöne. Ich weiß, ich habe sonst nie was gepostet, aber wenn ich da zeichnen würde, da brauche ich extrem viel lange. Und hier haben wir auch alles an bunten Sachen. Das sind jetzt nicht die ganzen Farbabstufungen oder sogar ein Original dabei. Aber ich finde die vom Preis her okay. Hier haben wir auch noch einen, ich weiß gar nicht, wie man den nochmal nennt, wenn man die Farben so schön übereinander macht, so ein Blender. Der Lack, glaube ich.
30 Euro für so viele Farben, vor allem für Beginner, die gerade sagen, ich möchte das ausprobieren und vor allem viel kolorieren, kann ich super empfehlen. Die anderen, wie gesagt, sind total teuer und wenn man gerade anfängt und das lernt, ist das schon... Naja, und hier 77 Cent. Mal gucken. Ich kann ja mal ein Ergebnis posten, wenn ich was in grün oder in gelb versuche zu zeichnen. Ich habe auch daneben, irgendwie war das dann hier, nee, das war mein Gehege-Update und dann hatte ich doch noch so eine Skizze, war die hier? Ja, da war die und zwar habe ich auch jemanden auf einer Rakete gemalt, da, hier. Es war dann meine hässliche Skizze und dann habe ich jetzt hier das so, Happy New Year, yeah, ein bisschen komisch. Aber ja, ich musste irgendwie Zeit überbrücken und ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit spielen, weil so lange kann ich auch nicht so Gelegenheitsspiele zocken über 5 Minuten. Das ist dann doch eher für mich nicht so eine gute Sache. Alles Paletti, sind deine Antennen ausgerichtet? Ich höre gerade ein vertrautes Knabbern und es kann nur einer sein. Du bist immer noch am Zittern. Boah, tut mir so leid, meine arme Maus. Nee, Monster ist wach. Der frisst weiterhin an seinem Geburtstagsgeschenk. Nein, 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 zum Glück hat er noch nicht Geburtstag gehabt, weil er soll ja nicht älter werden. An seinem Weihnachtsgeschenk. Den muss ich jetzt auch noch mal füttern. Ne, aber du scheinst ja relaxed zu sein oder er hat einfach nur Hunger. Ganz vergessen, das ist hier so ein Relaxo-Pad aus die Höhle der Löwen. Das hört man gerade nicht. Man kann das hier einstellen. Einen Moment. Und... Oh. Ah, so. Jetzt kann man es einstellen. Die Ara hat nicht gelernt, darauf zu reagieren. Man muss das den Hund erst antrainieren. Und meine Eltern haben das damals gekauft, machen das immer an, wenn sie Angst hat. Aber man kann nicht von so einem panischen Hund erwarten, wenn sowas an ist, dass der sich automatisch beruhigt. Sowas, ja, sowas geht nicht auf Knopfdruck und ich habe es trotzdem an. Ich finde es irgendwie lustig. Gibt es auch für Pferde, habe ich neulich bei Amazon gesehen. Aber naja, wir sehen, dass sie immer noch sehr, ja, ich weiß, gestresst ist und gleich wird erstmal richtig losgehen. Und dann kann ich die nächsten Tage gucken, wie ich mit der spazieren gehe, weil Leute, das wird wieder so sein wie vorher. Und zwar richtig schön mega bescheuert. Dann kriegt die wieder Panik ohne Ende. Ich kümmere mich jetzt aber eben um Monsterchen. Na, Wolkchen, fragst dich immer noch, was die Ara hat. Ja, du verstehst es nicht. Du bist total gechillt. Das ist echt super. Mich interessieren die Knaller gar nicht. Aber mein ganzes Zimmer ist auch abgedunkelt. Also die können das Farbenspektakel auch nicht sehen. Jetzt geht's hier wieder los. Heidewitzka. Super geil. Hallo Monster, gut, dass du dich nicht stören lässt. Du hast fast alles davon aufgefräsen. Und oh, jetzt stört die Bröckchen, die knabbert da gerade dran. Oh. Monster hat alles aufgefräsen. Ich möchte ihn da jetzt auch nicht. Habe ich dich jetzt nicht erschrecken? Das Ding ist schon länger auf. Und er knabbert da. Kriegt jetzt hier ein paar seiner Leckerchen versteckt. Um ein bisschen zur Beschäftigung. Und was anderes kann ich auch nicht machen. Fenster sind ja schon zu und Jalousien runter. Keine Farbeffekte. Und ja, dein erstes Silvester, euer erstes Silvester, dein 7. oder 8. Silvester in deinem Leben, aber ja. Ja, ich weiß, du bist nicht mehr im Bilde und du willst noch ein Leckerchen haben, aber ich wollte gerade die Ara mit dir. Meh, ja. Also bei dir trat irgendwie keine Besserung ein oder irgendein physisches, total bescheuertes Erlebnis. Da will aber einer hoch hinaus und auch wieder runter. Ich würde dir gerne ein Leckerchen hier überreichen. Ich habe jetzt hier geruchtechnisch ein bisschen den Hund bei mir drauf, aber ich hoffe, das funktioniert. Monster, Monster. Nicht beißen, bitte. Ich habe gerade die Kamera an, so dass du das hier oben siehst. Wow, jetzt geht er auf die Mütze drauf. Hier, nimm es. Nimm es, nimm es. Seht ihr, der hat sofort gebissen. Habt ihr gesehen? Der hat meinen Finger gerochen und nicht gebissen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nicht so feste. Er hat jetzt nicht feste zugebissen. Nimm einfach hier dieses Leckerchen. Da, genau. Ein bisschen Besserung. Der hat schon gecheckt. Warte mal, das kenne ich doch. Und jetzt ist er auch ganz schnell wieder weg, aber... Ah, ein bisschen Besserung kommt, ist ja toll. Und Bockchen macht da hinten wieder voll Party, aber... Ah, ich freue mich. Ist ja wenigstens was Positives. Geil. Komm hier, lecker, lecker. Lecker, ja. Komm her. Was ist denn jetzt mit dir los? Ich kann dir das jetzt nicht geben. Du hyperventilierst, das mag ich nicht.
Bröckchen. Guck mal. Hast du gar nicht gesehen. Ja, komm, ein Toasti. Karl? Wo bist du? Ich seh nix. Karl? Ach ey, Männer brauchen immer eine extra Wurst. Ah nein, du bist da unten. Oh, tut mir leid. Karl, hier, guck mal. Hey, keine Angst. Hier, guck mal. Ich leg dir das da hin. Ey, sonst ist die Dicke dann weg. Ich meine es ernst. Nee. Hallo. Da ist dein Keks. Falls es dir anders überlegst, ich tue ihn eine Etage. So, hier bitte. Yay, Disco Light. Jetzt geht's ab. Jetzt wird Futterregen. Oh, super. Jetzt kannst du dir schön alles suchen. Und ich habe hier immer noch den Schnee liegen. Ich glaube, ich werde das dann Mitte Januar ein bisschen erneuern. Bis dahin ist auch bestimmt das Häuschen ganz aufgeknabbert. Ne? Killer. So ist er ja nicht angriffslustig, dass er mir jetzt dauernd hinterher rennt. Nur wenn er wirklich meinen Finger dann hat, dann ist das nicht mehr lustig. Aber sie scheint nichts zu hören. Was ist denn los? Moment, Jackie. Ja. Nee, ich stoß nicht an. Ich halte jetzt erstmal die halbe Stunde die Sachen dahin. Er denkt sich auch, was ist das denn hier? Happy New Year! Hä? Da muss man sich mal reinziehen. Happy New Year! Silvester für dich so langweilig. Ich bin ein bisschen heiser. Ha? Miro? Du Schnuckköpfe? Alles gut? Vor allem alles unscharf? Jetzt. Ja. Du bist so relaxed. Du hattest zwar auch Angst, aber du bist so ein gutes Beispiel, dass man sich trotzdem auch beruhigt. Ja, da liegt die Ara, ich weiß. Hm? Und du hängst hier mit deinem Kran an der Decke fest. Ja, siehst du. Hm? Nee. Hm. Jo. Tandy geht und geht. Ja. Hm? Oh, du wirst an manchen Stellen echt ein bisschen knochig, da meine ich, oh, du bist ja echt schon so alt. Hast du mich jetzt so in meiner Abwesenheit vermisst? Die hat jetzt echt meinen Schuh geklaut. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich nur einen Schuh habe. Aber du hast ihn geklaut. Denn sie kriegt so schnell Verlustängste und dann klaut sie immer Schuhe. Das ist so schnuckelig. Du hast dich beruhigt und wir gehen auch jetzt schlafen, Ara. Hm? Eier machen, komm. Yay, Helle erleuchtet. Oh, hier geht voll die Party ab. Alles so richtig schön. Hey, komm, Schatz. Komm, jetzt hast du auch keine Angst mehr. Taram, taram. Der Hund hat es geschafft. Ich denke, man kann die Kaninchen trotz des Lichts sehen. Ich will die jetzt nicht unnötig nochmal erschrecken, weil hier war ja die ganze Zeit dunkel und die kuscheln da. Die waren jetzt nicht panisch und sind hier im Kreis gelaufen und Schockstarre oder so. Da war eigentlich alles total easy. Vor allem auch bei Karl. Der hat so beim ersten Mal, wo das so geknallt hat, echt geguckt. Aber das alles... Jetzt fängt die an, wieder den zu anrammeln. Ich wusste das. Karl wehrt sich übrigens momentan auch dagegen. Also ich hoffe, dass er langsam aufwacht. In der Rangordnung ein bisschen. Aber die haben das gut verkraftet. Bin ich sehr stolz drauf. Denn das wird ja nochmal nächstes Jahr ein bisschen anders, wenn ihr draußen seid. Ja, du neugierige Erne. Und ja, wenigstens kein Stress für euch. Euer Nachtquartier ist ja... Bis dato wahrscheinlich morgen wieder unaufgeräumt, da kann ich es wieder sauber machen, aber so ist der ewige Kreislauf der Kaninchen. Und ich lasse auch
da das Handtuch über die Nacht da. Können sie zwar nicht da so rüberspringen, aber das wird ja nicht so das Problem sein. Monster ist auch gerade nicht wach. Hier liegt noch mein Handschuh. Und der hat Silvester verpennt. Der war nicht anwesend. Ich habe den kein bisschen gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er Angst hatte oder nicht. Vielleicht hat er wirklich wie ein Stein weitergeschlafen. Ich weiß es nicht. Aber gut, kann man ja auch mal machen. Einfach das Geballer verömmeln. Also wir haben jetzt so spät, dass ich sehr müde bin. Und ich habe gerade gesehen, dass meine Brille schmutzig ist. Und deswegen fällt mich gerade so eine Brille. Hallo? Ara. Ihr seht, die süße Ara ist jetzt hier beruhigt. Also sie ist sehr ruhig. Was mich freut. Es hat dieses Jahr extrem gut geklappt mit diesem Headset. Also das ist eigentlich zum Arbeiten, Arbeitsschutz, Lärmschutz-Headset. Und sie hat noch nicht mal am Anfang das so richtig mitgekriegt. Klar, ihr habt die Aufnahmen gesehen, aber die waren jetzt nicht so krass, wie ich das sonst von ihr gewohnt bin. Und jetzt ist eh relaxen, weil die ist mega müde. Und Leute, ich bin es auch, denn wir haben 2:30 und ich muss schon morgen früh aufstehen. Ich habe die Kaninchen gerade noch mal mit ein bisschen Kräuter versorgt und ich bin echt fertig. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr gut reingerutscht seid. Ara ist mega niedlich, die will immer noch ein bisschen schmusen. Seht ihr das? Mein Silvester sah so aus, Wunderbärchen und echt tierisch. Ich hoffe fürs nächste Jahr einfach, dass jetzt auch mit meinen Tieren alles gut weiterhin laufen wird. Und ich hoffe auch, dass bei euch mit den Tieren alles gut läuft. Und dass sich vor allem gesundheitlich die Zukunft gut entwickelt. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal da, ich weiß nicht, ich muss da gucken. Aber ich würde mich über einen Like freuen und auch über einen Kommentar von euch. Ich weiß, mit der Ara ist das immer so eine Sache, aber hey, wir haben zusammen Silvester überstanden und jetzt werden wir zusammen erstmal schön schlafen und morgen früh wieder raus, wahrscheinlich eine Runde im Wald, weil die Ara wird so eine Angst wieder haben, rauszugehen. Und das muss ich da jetzt über die Wochen rauskitzeln, dass keine Böller da sind, weil das ist dann immer so fest in ihr drin. Wir sehen uns und ja, das war mein Silvestertag. Nicht gefeiert, dafür trotzdem doppelt so fertig. Jawohl. Wir sehen uns. Tschüss.